بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، دروس اللغة العربية كنت في زندية بايم كابيتل 14 بايم 14 كابيتل الدرس الرابع عشر. Und hier werden wir die nahnu lernen, also wir, und wie wir dann den Verb in der Vergangenheit konjugieren. Al-Fityatu, was wir gesagt haben, ist von Fata und nicht Fata, also das Maskulin, die Jugendlichen. Assalamu alaikum. Also Gruß, Frieden sei auf euch sein. Hamid. Hamid sagt dann, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Also, und Frieden soll auf dir sein. Und auch die Barmherzigkeit Allahs und der Segen. Ahadul Fityati. Einer oder ja, einer von den Jugendlichen. Ahadul Fityati. Kaifa haluka ya ammi? Wie geht's dir? Oh, mein Onkel. Und hier muss nicht gleich sein, dass es wirklich der richtige Onkel ist, sondern irgendeine Großperson. Und für die Frau sagt man dann eben ya khala. Hamid sagt dann, ana bi khairin. Walhamdulillah, also mir geht's gut. Dank gehört Allah. Kaifa halukum, wie geht's euch? Und hier wieder diese, was im Deutschen sie ist eigentlich. Oder wie geht's ihnen? Und auf Arabisch sagt man eben übersetzt, wie geht's euch? Kaifa halukum. Man entum, wer seid ihr? Ahadukum, ahaduhum, einer von denen. Das ist genauso wie Ahadul Fitya, aber Fitya haben wir jetzt nur ein Pronomen gemacht. Deswegen haben wir gesagt Ahaduhum. Einer von ihnen. Nahnu abna ud-Doktor, ad-Doktori Musa. Wir sind die Söhne vom Doktor Musa. Hamid, ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum Sadiqi. Jetzt ahlan wa sahlan wa marhaban. Das sagt man eigentlich so etwas wie herzlich willkommen. Ich habe die Bedeutung erst nach 5 Jahren verstanden. Weil hier gibt es versteckte Wörter. Im Arabischen ist es bekannt, dass man öfters Verben, die eigentlich schon deutlich sind oder für eigentlich richtige Arabe deutlich sind, dass man die dann nicht mehr erwähnt. Genauso im Deutschen, wenn man eine Frage stellt zum Beispiel und sagt, wo bist du? Dann sagst du zu Hause. Eigentlich solltest du sagen, ich bin zu Hause. Aber du sagst nur zu Hause. Genauso hier. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Die einfachste, was ich gerade gefunden habe, ist Ataita ahlan. Ataita kommt von Atta, kommen. Ataita ahlan wa ataita sahlan wa ataita marhaban. Ataita ahlan bedeutet, du bist zu deiner Familie gekommen. Also du bist zu jemandem gekommen, der für dich eine Familie ist. Und nicht irgendwie jemand fremd. Hört sich schon schön an. Wa sahlan, ataita sahlan, und du bist sowas wie gesund und munter oder so gekommen. Also nicht traurig gekommen. Wa ataita marhaban, und du bist willkommen gekommen. Also du bist gekommen und bist herzlich willkommen hier. Abukum sadiqi, euer Vater ist mein Freund. Aina ammukum, al-Sheikh Isa. Wo ist euer Onkel, der Sheikh Isa? Ahaduhum. Einer sagt, er ist krank. Er ist jetzt im Krankenhaus. Hamid sagt dann, Shafahullah. Shafa von Yeshfi, Shifa, heilen. Möge ihn Allah heilen. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum. Wer ist dieses kleine Mädchen? Oder wer ist, wer ist dieses Kind? Weiblich, die mit euch ist. Ahaduhum, einer sagt, hier Uchtuna, sie ist unsere Schwester. Hamid sagt dann, ma ismuha, wie ist ihr Name? Ahaduhum ismuha Leila, ihr Name ist Leila. Hamid sagt dann, aina baytukum al-jadid, aina baytukum al-jadid. Wo ist euer neuer Haus? Wo ist euer neues Haus? Ahaduhum baytuna al-jadid. Qaribum min al-Matar. Unser neues Haus ist nah vom Flughafen. Al-Matar ist Flughafen. T
Tara, Matar. Tara heißt fliegen. Und ihr merkt auch, in den arabischen Ländern meistens gibt es gar keine Manuren, also es gibt gar keine Adressen, deswegen sagt man in der Nähe von der U-Bahn, in der Nähe von das, in der Nähe von der Moschee, in der Nähe von das und dies. Hamid sagt dann, أأنتم في المدرسة الثانوية, seid ihr in der Oberschule? Auf der nächsten Seite sagt dann wieder أحدهم, لا, nein, نحن بالجامعة, wir sind an der Universität oder في الجامعة. Anna fi kulliyat al-Hendasa. Kulliya, haben wir gesagt, ist Fakultät. Hendasa, Ingenieur. Also Fakultät für Ingenieur. Mahmoud wa Mahmoudun fi kulliyat al-Tibb. Medizin. Wa Ibrahimu fi kulliyat al-Sharia. Da, wo ich jetzt bin. In der Scharia. Scharia ist sowas wie Gesetz, also Rechtswissenschaften. Wa Yusufu fi kulliyati at-Tijara. Und Yusuf ist in der Fakultät für Ökonomie oder Wirtschaft. Tijara, besser gesagt, ist zu handeln. Hamid, man dhalika al-fata, alladhi fi sayyaratikum. Wer ist dieser Junge oder wer ist jener Junge, der in eurem Auto ist? Mahmoud, huwa Zamili, er ist mein Kollege oder Schulkamerad, je nachdem. Hamid, min aina huwa, von wo kommt er? Huwa min Ingeltera, er kommt aus England. Ma ismuhu, wie heißt er? Ismuhu William, er heißt William. Muslimun huwa, ist er Muslim? La, huwa Nasrani, nein, er ist Christ. Abuhu Ustavi. Sein Vater ist mein Lehrer. Ismuhu ad-Doktor, Ismuhu ad-Doktor Edward. Sein Name ist Dr. Edward. Hadahum Allahu ila al-Islam. Möge Allah sie in den Islam recht leiten. Ja, subhanallah. Okay. Adhahabtum ila al-Mustashfa. Seid ihr zum Krankenhaus gegangen? Lisiyarati ammikum al-Yawm. Um euren Onkel zu besuchen heute. Ziyara bedeutet besuchen oder Besuch. Zara ist das Verb. Zara, Ziyara. Yusuf, naam, dhahabna. Ja, wir sind gegangen. Jetzt sind wir dran. Unten haben wir jetzt die Themen, die Aufgaben. Und wir haben ganz normale Allgemeinfragen. Und die müssen wir irgendwie beantworten. Egal irgendwelche Antwort. Fangen wir erstmal mit Ahmed an und dann nachher mit Hussein. Die erste Frage ist zum Beispiel, men entum? Müssen wir auch mit übersetzen? Ohne Übersetzen brauchen wir nicht. Ja, mein Entum, eine Ahmed, eine Ahmedun. Okay, hier glaube ich, müsste Später. er. Hier möchte der Autor sozusagen, dass wir dieses Nahnu nutzen. Also du kannst zum Beispiel sagen, wir sind Schüler, wir sind Studenten. Ach so. Sag mal, wir sind Muslime aus Deutschland. Oder das geht auch, genau. Ja, dann nahnu was gut Muslimune fil Almania. Die Almania. Also muss man nicht da finden. Nee, hier kann man nicht verbinden, weil Almania ist ja schon bestimmt und bekommt kein L. Ist bei allen Ländern so? Wie bitte? Ist es bei allen Ländern so, oder? Das Problem hatten wir ja letztens schon. Einige nehmen das nicht. Okay, also da muss man auswendig sein, sozusagen. Genau. Min Okay. Faransa. El Faransa geht nicht zum Beispiel. El Ja. Kuwait, das geht zum Beispiel. Okay. Okay. Eine Zelle nimmt dann Ahmed. Eine Beitukum. Eine Beitukum, Beiti, Beituna. also Beitune,
Achso, wir sind ja unser. Okay. Aber Beltuner Vieh. Ja, was Vieh Berlin oder was? Genau, wie Berlin zum Beispiel. Oder wie wir gesagt haben, in der Nähe von einer Sache, zum Beispiel Qarib min el Metro. Oder Qarib min el Qitar. Also von der Haltestelle, von der U-Bahn-Haltestelle zum Beispiel. Okay. Dann min Rabbukum. Rabbukum. Rabbukum sagt man dann, ne? Nee, Rabbukum, euer. Genau, Rabbuna. Rabbunallah. Genau. Ist das von diesem Ilahi? Wie bitte? Rabbunallah, diese Ilahi? Okay, jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Der hat auch drei Fragen. Ma luratukum? Luratune, richtig? Ja. Luratune, luratul Turkiya. Okay. Natürlich, für die, die jetzt anschauen, sollen die auch natürlich wissen, dass wir das verbinden sollten eigentlich. Also, Luratul Turkiya, so, oder? Nee, hier kommt sowieso bei der zweiten dann kein L. Also, Luratuna, Luratul Turkiya. Okay, aber so habe ich doch gesagt, oder? Genau, ich ist ein bisschen bei mir durcheinander gekommen. Okay, jetzt die zweite Frage. Eine Madrasatukum? Madrasatuna? Warte ganz kurz. Qaribun minal Matar? Flughafen? Ja, Matar, genau. Also wir müssen nicht alles richtig sagen, oder? Hauptsache, wir sagen es. Also, muss nicht alles korrekt sein. Hauptsache, der sagt es richtig. Okay. Antum Muslimun. Naam, nahnu Muslimun. Genau. Okay, jetzt ist Ahmed dran. Auch drei Fragen. Alhamdulillah. Fi beitikum hadiqah. Was war hadiqah nochmal? Hadiqah war Garten. Ach so. Also ist jetzt die Frage, ob ich einen Garten habe oder ob mein Haus in einem Garten liegt. Fi beitikum, also gibt es in eurem Haus einen Garten? Allah. Ja, Allah. Also ich sag mal jetzt mal einen Namen. Hier könnte man sagen, Beituna li hadiqa, kann man so sagen? Also jetzt, wenn du Namen sagst. Wenn du sagst Namen, ja, dann sagst du Nam fi Beit Hadiqa. Achso, einfach so. Und wenn du okay, es dann negativ, also verneinen möchtest, dann sagst du La ma fi Beitina Hadiqa. Nee. Dann a'indakum sayyara? Wa na'am. Na'am, warte, wie wir es gerade irgendwo haben. Na'am. Nahnu sayyara, oder? Nee, a'indana. A'indana. Achso, a'inda heißt haben, ne? Genau. Dann, okay, dann. Genau, richtig. عندنا سيارة. Genau. Die letzte Frage. أين مدرسك؟ أين مدرسكم؟ was Lehrer؟ مدرسون أحسنت يا أحمد. حلو. كلمة شيء.
Ich konnte nicht hören. Könnt ihr nochmal wiederholen, bitte? Achso, Also, Mudarrisuna, okay. Wo ist er jetzt? Fil Mustashfa. Okay, genau. Fil Mustashfa. Shafahullah. Jetzt Hussein, die letzte Frage. Antum Mudarrisuna? La, nahnu laysa Mudarrisun. Nahnu lesna. Lesna, no, lesna war das. Weil laysa ist ein Verb. Ja. Dieses laysa ist ein besonderes Verb. Warum? Weil das kann man nur in der Vergangenheit benutzen. Man kann es nicht in der Gegenwart oder in der Zukunft benutzen. Also zum Beispiel laysa, lestu, lesna, iset. Ach so, also kann man sich in der kann man so in der Vergangenheit benutzen? Nur in der Vergangenheit. In der Gegenwart geht nicht. Auch nicht Befehlsform. Ach so. Okay. Also nahnu, wie sagt man, wir sind nicht? Oder wir sind keine? Nahnu lesna. Aber das ist doch nicht Vergangenheit. Das benutzt in der Vergangenheit, aber es ist eben für die ganze Zeit. Also wir sind nicht Schüler. Wir sind keine Schüler. Du, dafür benutzt du diesen Verb, aber dieses Verb sagt nicht, dass du in der... Also, es ist in der Vergangenheit, aber es deutet nicht auf die Vergangenheit. Ach so, aber das kann man auch in der Gegenwart benutzen, also. Ja, genau, richtig. Ach so, okay. Ah, okay, da ist es schon, okay. Genau, also wir sind kein Lehrer, also. Nahnu lesna mudarrisuna. Genau, richtig. Ich habe ganz kurz noch eine Frage. Könnte man es oben auch machen, bei diese fi baitikum hadiqa, baituna lesna hadiqa? Dann fängst du an so. Laysa fi baitina hadiqa. Ah, okay. Aber unser Haus muss dann nicht auch lesna sein? Achso, nee, das ist ja, das geht, da geht es ja ums Haus. Das Haus ist ja keine Mehrzahl. Er nennt eben den ganzen Satz sozusagen. Okay. Und somit wisst ihr jetzt, dass es Verben gibt, die eben alle Zeiten haben, also Vergangenheit, Gegenwart und Befehlsform. Einige haben dann nur Vergangenheit und Gegenwart und einige haben nur Vergangenheit. Jetzt gehen wir also, zur... Ja? Sie sind nur in der Vergangenheit konjugiert, aber du kannst sie halt immer benutzen, oder? Genau, richtig. Okay, jetzt Aufgabe 2, Iqra waktub. Jeder liest 1. Ahmed, fang du bitte an. Nahnu muslimuna, al-islamu dinuna, wallahu rabbuna, wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, nabiyuna, wal-qur'ana dusturuna, wal-ka'bati qiblatuna. والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا زيادة فاشن. Genau. Und in der neuen Auflage oder ja in der neuen Auflage ist müssen gewechselt worden. Also نحن مسلمون الله ربنا والإسلام ديننا. Damit niemand durcheinander kommt. Okay. Jetzt Hüseyin. Eine Madrasa kum. Ja, Ikhwanu. Bei dem Ra gibt es einen Shadda. Also, den seht ihr jetzt nicht. Bei der alten Auflage gibt es nicht. Mudarrisukum. Achso, Mudarrisukum. Eine Mudarrisukum, ja, Ikhwanu. Kharaj al-ana min al-fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Genau. Dieses Mudarris und Madrasa, das kannst du unterscheiden zwischen dem Ta. Gibt es kein Ta, dann ist es Mudarris. Aber bei Mudarris, da hast du wieder dieses Problem. Wie meinst du, da gibt es auch kein Ta bei Dingsa? Bei Madrasa. Okay, hier kannst du so einfach... Madrasa Kukum dann, oder? Genau, richtig. Okay. Also hier kannst du es einfach unterscheiden zwischen Lehrer und Schule. Weil gibt es kein Ta, dann ist es automatisch dann der Lehrer. Ja. Aber wenn du unterscheiden möchtest zwischen Lehrerin und Schule, da musst du es von dem Kontext verstehen. Damit man auch nicht, also damit man auch weiß, was man liest,
Also nahnu muslimun, wir sind Muslime. Allahu Rabbuna, Allah ist unser Herr. Wal Islamu dinuna, und der Islam ist unsere Religion. Und Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Rasulun. Und der Prophet Muhammad, möge Frieden auf ihn sein, ist unser Prophet. Wal Qur'anu al-Karimu kitabuna. Und der edle Koran ist unser Buch. Wal Ka'batu. Wie bitte? Da steht das Turuna. Okay, in dem alten. Ach so, okay. Ich lese von dem neuen und dann lese ich kurz. Okay, wal Qur'anu dusturuna, unser der Koran ist unsere Verfassung. In der neuen hat man dann eben geschrieben, wal Qur'anu al-Karim kitabuna, und der edle Koran ist unser Buch. Und dann wal Ka'batu qiblatuna. Die Kaaba ist unsere Richtung, Qibla. Wal Arabiyyatu lughatuna, und die Arabisch oder das Arabisch ist unsere Sprache. Jetzt Ahmed, Nummer 3. في أي شارع 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 في أي شارع شارع أصلًا في نه nicht في في شا könnte sein نعم في أي شارع بيتكم بيتنا بيتكم شو زك okay بيتنا في الشارع الذي أمام المحكمة أمام المحكمة. Übersetzt heißt es: In welcher Straße ist euer Haus? Mhm. Unser Haus ist auf der Straße vor dem Gericht. Die vor dem Gericht ist. Okay, jetzt ist Hüseyin dran. أبونا صديق عمكم صديق عمكم عمكم genau dies stand das links عمكم ja also links unser Vater ist der Freund von eurem Onkel genau genau super أنتم مدرسون لا نحن أطباء seid ihr Lehrer? Nein, warte. Doch, seid ihr Lehrer? Nein, wir sind Ärzte. Genau. Wie sehen? Entum in der Ulmudiri? Oder Ibn der Ulmudiri? Oder Ibn der لا المدير لا نحن حفادتهم genau was ist das letzte Wort genau حفادة sind die Enkelkinder wir sind seine Enkelkinder okay حفيد حفادة okay muss okay. Sollen wir eigentlich direkt danach übersetzen oder nur lesen nur lesen weil die meisten Sachen sind eigentlich verständlich. Nur bei der ersten, da waren einige Sachen, die wir noch nicht, glaube ich, gelernt haben. Madrasatuna kabiratu wa madratun kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Okay, jetzt acht, Hüseyin. Lana hadiqatun jamilatun fi tilka qarya. Okay. Ahmed. Akhuna talibun fi warte, wie heißt es? Kuliyatul? Kuliyatul? Genau richtig. Kulliyati tibbi. Okay, jetzt ja.
الله ربنا وربكم. Da gibt es noch 10. So. أأنتم أطباء بعدنا أطباء وبعدنا مهندسون. Genau, super. Ahmed? الله ربنا وربكم. Genau. 12. Kannst du umblättern? Ach so, nächste Seite. Bei mir ist 12 noch auf dieser Seite, deswegen. أين ذهبتم يا إخوان؟ ذهبنا إلى السوق. Genau. Wo seid ihr gegangen, Brüder? Oder unsere Brüder? Nee. Wo seid ihr gegangen, Brüder? Oh, Brüder, ذهبنا إلى السوق. Wir sind zum Markt gegangen. Okay. Jetzt haben wir eine andere Aufgabe. Inshallah schaffen wir das noch. Zwei Seiten zu machen. Hier haben wir jetzt das Wort und wir müssen die Pronomen hinzufügen. Kum und na. Beitun, beitukum, beituna. Dann her ummun, ummukum, ummuna. Jetzt, Ahmed, kannst du die eine Zelle machen mit Am und Sahir? Ammun. عمكم عمنا صديق صديقكم صديقنا. Genau. حسين. مدرسة مدرسة. Ist kein Problem. Also hier steht es in der neuen Auflage mit der Haraka deswegen. Aber es ist eigentlich nicht dein Problem. Das ist das Problem von den Büchern. Ja, ich habe gerade gedacht, ich war voll richtig so. Okay. Ja. Madrasatun, Madrasatukum, Madrasatuna. Uchtun, Uchtukum, Uchtuna. Genau. Ahmed? Luratun, Luratukum, Luratuna, Dinun, Dinukum, Dinuna. Okay, hier sehen. Abun. Abukum muss es aber sein, oder? Genau, super. Abukum. Und Abuna. Genau. Ach so, genau. Achun. Achukum. Ja. Achuna. 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 Achuna ist richtig. Das, weil das zu den 5 Namen gehört, die speziell sind. Ich lese noch die andere Hälfte Seite, wegen der Zeit. Iqra, ayyu yawmin hadha, also welcher Tag ist das? Hadha yawmu sabti. Das ist der Samstag. Also wir sagen yawm, Tag, sabt. Sabt kommt von Sabah, glaube ich. Sabt. Ayyu shahrin hadha, welcher Monat ist das? Hadha shahru rajab. Das ist der Monat Rajab. Rajab ist ein Monat vom Mondkalender. Ayu kulliyatin hadhihi, welche Fakultät ist das? Hadhihi kulliyat oder kulliyatut tijara. Das ist die Fakultät für Handeln oder Ökonomie. Fi ayi madrasatin anta, in welcher Schule bist du? Ana في المدرسة المتوسطة. Ich bin in der Mittelschule. من أي بلاد أنت يا أخت؟ يا أخت؟ أنا من اليونان. Ich komme aus Griechenland. Und haben wir dann, habt ihr Fragen? Heißt es بلدين oder بلادين؟ بلد und بلاد, beides geht. Okay. Es gibt auch Wälder. Wälder, ja. Bei 5, Iqra waktub. William, Edward, London. Eigentlich muss es London sein, aber egal. Paris, Paris, Pakistan, Istanbul. Soweit ich weiß, müsste eigentlich Istanbul mit S sein, aber egal. Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakub,
Ayyub, Suleiman, Dawud, Yunus. Auf Arabisch oder die Ägypter oder im Dialekt sagen öfters immer Yunus. Idris, Jibril, Mikael und Allahu alam, warum die diesen Namen jetzt erwähnt haben, Pharaon. Achso, in der alten gibt es, glaube ich, nicht. Doch, doch. Doch, hier gibt es auch. Gibt's auch. Warum die das erwähnt haben, weiß ich auch nicht, aber egal. Pharaon. Jetzt die letzte Seite. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. Im Beispiel, أنت ذهبت إلى المدرسة. Also du bist zur Schule gegangen. أنتم ذهبتم إلى المدرسة. Also ihr seid zur Schule gegangen. Einmal أنت und einmal أنتم. Jetzt fangen wir mit Ahmed an. أنت خرجت من الفصل. Du bist aus der Klasse rausgegangen. Wie sagen wir das im Entum-Form? Antum kharajtum min al-fasli. Genau, super. Anta jalasta fil fasli. Du hast in der Klasse gesessen. Anta jalastum fil fasli? Antum jalastum. Antum jalastum, genau. Genau. Aina zahabat oder aina zahabta ya akhi? Wohin bist du gegangen, Bruder? Okay, dann. Aina zahabtum ya ikhwan? Also ya Nein. Ja, Achawati. Achawati ist für weiblich. Entweder sagst du Ichwati. Ach, Ichwati, okay. Oder Ichwani, beides geht. Ichwani, okay. Aber eigentlich steht es da. Ichwani. Ach, stopp, lass hinguck. Okay. Letzte Hussein. Limada kharajta min al-fasli ya waladu. Also, warum bist du aus der Klasse rausgegangen? O Kind. Ja, لماذا خرجتم من الفصل يا أولاد؟ Genau, richtig. Und dann haben wir dann die neuen Wörter. Al-Kalimat al-Jadida. Al-Hafidu. Der Enkel oder das Enkelkind. Ibn al-Ibn, also der Sohn vom Sohn. Oder Ibn al-Bint, der Sohn vom Mädchen. Der Plural Hafadatu oder Hafadatun. Al-Kulliya, Fakultät, Plural, Kulliyat. Kulliyat al-Tibbi, also Fakultät für Medizin, Kulliyat al-Sharia, für Rechtswissenschaften, Kulliyat al-Hindasa, für Ingenieur, Kulliyat al-Tijara, fürs Handel, Al-Mahkamatu, das Gericht, Al-Akhu und Ikhwatun und Ikhwanun, also der Bruder, die Brüder. Ahlan wa sahlan wa mahaban, kurz gefasst, herzlich willkommen. Al-Yunanu, Griechenland. Und hier merkt ihr, Al können wir für Yunan hinzufügen. Nasrani, Christ. Nasara, Christen, Plural. Al-Baladu und Bilad. Okay, also Al-Balad ist jetzt hier sozusagen Land und Bilad ist dann Länder. Okay, habt ihr Fragen? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.